Nicht nur dein Herz und deine Seele leiden, wenn die Liebe sich als pures Gift erweist. Heute lernst du, wie dein Körper um Hilfe ruft, wenn du in einer toxischen Beziehung gefangen bist. Für den Begriff toxisch gibt es bislang keine wissenschaftliche oder offizielle Definition. Grundsätzlich aber spricht man von toxischen Partnerschaften, wenn der Leidensdruck immens hoch, man aber dennoch nicht in der Lage ist, Partnerin oder Partner zu verlassen. Typische Beispiele dafür sind missbräuchliche und gewalttätige Beziehungen, aber auch solche mit notorischen Betrügern, suchtkranken und extrem eifersüchtigen oder kontrollierenden Partnern. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, die Liebe ist es, die dich krank macht. Und das bekommt dein Körper deutlich zu spüren. Welche Symptome hier typischerweise auftreten, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Probleme im Halsbereich. Dir platzt der Kragen. Kehlkopfentzündungen, Schluckbeschwerden, Schilddrüsenprobleme und jede andere Art von Halsschmerz ist typisch für das Ausharren müssen in einer toxischen Beziehung. Der Hals ist der Sitz unserer Sprache und fehlen uns die Worte oder will man sie uns verbieten, platzt uns irgendwann der Kragen. Und das kann äußerst schmerzhaft sein. Auch immer wiederkehrende Stimmbandprobleme oder Mandelentzündungen sind typische Anzeichen dafür, dass deine Liebe dich mundtot machen will. Nummer 2. Verspannungen in Nacken, Schultern und Rücken. Unsere Wirbelsäule, unser Hals und unsere Schultern bilden zusammen das Stützkorsett unseres gesamten Körpers. Sie müssen im wahrsten Sinne des Wortes Schwerstarbeit leisten und das ein Leben lang. Es verwundert daher nicht, dass Probleme in der Partnerschaft sich hier manifestieren können. Verspannungen, Steifheit und Schmerzen deuten darauf hin, dass du eigentlich vorwärts kommen möchtest, dich selbst aber daran hinderst. Das führt zu Gelenkbeschwerden, Bandscheibenvorfällen und chronischen Rückenschmerzen. Nummer 3. Körperliche Unlust, Impotenz, Frigidität. Hier muss man die Ursachen vermutlich nicht lange suchen, um fündig zu werden. Alle Probleme, die sich im Schlafzimmer auftun, haben auch dort ihre Entstehungsgeschichte. Männer, die sich wertlos fühlen oder zu wenig Wertschätzung und Respekt von ihren Partnern erfahren, werden häufig impotent oder verlieren einen Gutteil ihrer sexuellen Lust. Bei Frauen ist diese Problematik ebenfalls bekannt. Sie verspüren keine Lust auf ihren Partner oder haben Schwierigkeiten, Sexualität als erfüllend und befriedigend zu erleben. Nummer 4. Probleme mit den Geschlechtsorganen. Dass Lust und Frust oft nahe beieinander liegen, zeigt sich sogar bis in die entsprechenden Organe. Prostata- oder Brust- und Gebärmutterhalskrebs, Harnwegsinfekte und Blasenprobleme sind häufig dann ein Thema, wenn es im Liebesleben schon seit längerem kriselt. Der gesamte Frust, die Wut, die Enttäuschung und die schlechte Behandlung, die wir durch unsere Partner erfahren müssen, können uns tatsächlich ernsthaft chronisch krank machen. Nummer 5. Atembeschwerden. Es ist ein schmaler Grat zwischen einer Liebesbeziehung, die uns den Atem raubt, und einer, die uns die Luft zum Atmen abschnürt und uns langsam aber sicher ersticken lässt. Dieser Prozess ist schleichend und wir nehmen zu lange zu vieles in Kauf. Irgendwann erdrückt uns eine toxische Beziehung und wir bekommen buchstäblich keine Luft mehr. Nummer 6. Herzrasen. Das Herz ist nicht nur ein verlässlicher Muskel, der Blut durch unsere Adern pumpt. Es ist auch der Sitz unserer Gefühle und das zu leugnen wäre zwecklos. Wenn sich jemand jegliche Freude im Leben versagt oder schlimmer noch, jemandem ausgeliefert ist, der jede Freude tötet, kann das Herz ins Stolpern geraten. Es gibt alles und noch mehr für diese Liebe. Und was bekommt es zurück? Prügel und eine Enttäuschung nach der nächsten. Nummer 7. Hautprobleme. Sie ist unser größtes Organ und flächenmäßig auch unser Berührungspunkt Nummer 1 mit unseren Partnern. Wir wollen gestreichelt und liebkost werden und unsere Haut ist ganz wild auf Kontakte dieser Art, wenn wir verliebt sind. In einer toxischen Beziehung bekommt sie nichts von all dem, höchstens blaue Flecken.
Sie reagiert mit Akne, Ausschlag, Rötungen, Pigmentstörungen, trocknet aus und wird papierdünn und so porös und rissig, wie es unsere Beziehung ebenfalls ist. Nummer 8. Schlafstörungen. Nachts kein Auge zuzubekommen, ist immer ein Alarmzeichen dafür, dass wir uns nicht entspannen können. Unsere Gedanken kreisen und unser Körper kommt einfach nicht zur Ruhe. Wenn der Grund dafür dann auch noch neben uns im Bett liegt, ist die Ursachenforschung rasch erledigt. Nummer 9. Schonhaltung und chronische Schmerzen. Geht jemand wie ein Häufchen Elend durch sein Leben, haben seine Schultern eine schwere Last zu tragen. Viele Opfer von missbräuchlichen oder toxischen Partnern entwickeln eine solche Schonhaltung. Sie wappnen sich unbewusst gegen den nächsten Schlag, den die Liebe gegen sie austeilen wird. Die Folge davon sind unter anderem chronische Schmerzen in Gelenken, Händen, Muskeln und Organen. Nummer 10. Verdauungsstörungen, Magen-Darm-Probleme. Dass die Liebe durch den Magen geht, ist hinlänglich bekannt. Und wenn wir wütend oder frustriert sind, läuft uns eine Laus über die Leber. Gift und Galle spucken wir, wenn wir uns ärgern. Und Schiss haben wir manchmal auch. All das sind typische Symptome einer unglücklichen Lebenssituation, die nicht selten aus einer toxischen Beziehung resultiert. Unser heutiges Fazit: Hör gut zu, was dein Körper dir zu sagen hat. Dein Körper ist so viel mehr als nur der Muskelberg, der dich täglich durch dein Leben manövriert. Er ist auch der Spiegel deiner Seele und manchmal eben auch ihr Sprachrohr. Bist du unglücklich und nichts anderes bewirken ungesunde Beziehungen bei dir, dann lässt er es dich spüren. Negative Gefühle an sich können ebenfalls schmerzhaft sein. Das Wort Herzschmerz kommt nicht von ungefähr. Aber wenn wir in einer chronisch missbräuchlichen, schädlichen und toxischen Partnerschaft ausharren, manifestiert sich dieses Gift in unserem Körper und bildet echte Krankheitssymptome aus. Diese können so real sein, dass chronische Schmerzen, Verspannungen, organische Probleme aller Art und jede erdenkliche Form von sexueller Störung dadurch auftreten kann. Die meisten Menschen greifen außerdem zu irgendeiner Psychokrücke, etwa zu Alkohol, Junkfood, Süßigkeiten oder Drogen und Medikamenten, was den Kreislauf des Unwohlseins nur noch stärker befeuert. Schmerzen und Schlaflosigkeit beispielsweise sind immer ein Alarmsignal. Etwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben und dein Körper zieht so die Reißleine. Du hast nur eine Gesundheit, eine körperliche, eine seelische und eine emotionale. Setz keine davon leichtfertig aufs Spiel, weil du mutlos oder unentschlossen bist. Denk immer daran, dein Körper, deine Entscheidung. Und dasselbe gilt auch für dein Leben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.